Hallihallo und herzlich willkommen zu Folge 16 von My Time at Porsche. Ich wollte nach der letzten Folge eigentlich irgendwie mal so 2-3 Tage in die Mine gehen, aber mir ist was dazwischen gekommen. Ich zeige euch erstmal kurz, was ich noch ein bisschen gesammelt habe. Ich habe den restlichen Tag auf jeden Fall noch ein bisschen in der Mine verbracht. Ich habe jetzt hier mittlerweile noch von Soldat mit Klinge was gefunden, Soldat mit Zepter und Soldat mit Axt. Also es sind mittlerweile schon 4 Soldaten. Wir werden sehen, wie viele es noch werden. Auf jeden Fall haben wir schon eine ganze Menge gefunden. Ich habe hier 4 einfach Schaltkreise. Ich habe ein magnetisches Armband gefunden, was ich sogar eigentlich mal anziehen könnte, ja. Ich habe Teil 1 der Wunderlampe gefunden. Damit müsste die, glaube ich, auch fertig sein. Dann habe ich hier noch einen kleinen Silikonchip gefunden, ganz viel Erze. Und ja, das war es auch, glaube ich, schon, genau. Wir haben unsere auswechselbare Batterie fertig, die wir in die Höhle bringen müssen, wo das böse Monster auf uns lauert. Ich weiß noch nicht, ob wir es diese Folge schaffen, aber das ist auf jeden Fall, was nach der letzten Folge noch passiert ist. Und dann wollte ich rausgehen und wieder einen Tag meinen. Und dann werden wir jetzt sehen, was dann passiert ist, was ich ganz schnell abgebrochen habe, weil ich mich nicht spoilern wollte. How do, new citizen? I'm Agent T, and this is my partner Agent H. We are part of the Free Cities Debt Collection Agency. Can I help you? Yes. It has come to our attention that you are the offspring of the former owner of this workshop. Is that correct? Das stimmt, was ist los? Your father accrued 50,000 golds in debt from his business. Since we cannot find him, the debt has fallen to you as his closest kin. Because I'm a nice guy, I'll give you a week to come up with that money. If you don't pay up, we'll take this house as collateral. If you try to run, we'll inform the civil corps. That's all. You have a good day now. Come on, Agent H, let's go. Der sieht definitiv aus wie ein Agent der Linke. Mit seinem Pflaster auf dem Bauchnabel. Ich würde mal sagen, wir haben unsere Diebe gefunden, die momentan ihr Unwesen in der Stadt treiben. Was war das gerade, Todi? Was zum Teufel? Und ich denke eigentlich nicht, dass wir das bezahlen werden. Ja, wir gehen definitiv zum Bürgermeister und werden das mal berichten, weil ich glaube, das soll nicht so sein. Wir lassen uns nicht verarschen und wir haben einen Brief vom Forschungszentrum. Hallo, wir haben etwas Nützliches auf der Datendisk gefunden, die du uns gestern gebracht hast. Wir müssen noch einiges durchsehen und senden dir die Ergebnisse innerhalb von 2 Tagen zu. Ich glaube, in Zukunft muss ich das immer nicht mehr vorlesen, weil das ist ja immer etwa der gleiche Brief. Die sagen uns ja nur etwa, wie lange sie brauchen. Und ich bin gespannt, was wir dann diesmal zurückkriegen. Und wir gehen jetzt erstmal ganz schnell. Da müssen wir rein, ne? Das ist das Haus vom Bürgermeister. Oh, hat er erst um 9 auf. Haben wir noch eine Stunde Zeit. Dann können wir mal schnell hier reingucken, wo Higgins gerade drin verschwunden ist. Ob wir vielleicht einen Auftrag annehmen können, dass wir ein bisschen mehr Geld mal kriegen. Ich weiß aber gar nicht, ob ich gerade einen am Laufen habe. 7 Eisenbarren für 371 Gold. Das ist nicht so. Kupferplatten? Wir müssen ja auch gucken, was sich lohnt, so Lukrativität und so. 15 Holzkohle und da kriegen wir nur 50 Golds für. Tut mir leid, Oaks, ich mag dich, aber das ist ein echt schlechter Auftrag. Und Higgins hat uns gerade einen vor der Nase weggeschnappt, den konnte ich mir nicht mal mehr angucken. 7 Eisenbarren, das ist mir, die brauche ich gerade dringend selber noch für alles Mögliche. Ich glaube auch für unsere Hausaufbesserung. Eisergrenen. Porsche. Ich habe übrigens herausgefunden, Ich lass mich kurz ablenken. Ach du meine Güte, was ist das denn? Was ist denn auf diesen Kissen hier drauf? Wie süß ist das denn bitte? Oh mein Gott. Ja, was ich gerade sagen wollte. Ich habe herausgefunden, wo wir die Raupen kriegen. Und zwar gibt es die bei Sophie im Bauernladen. Und da werde ich dann nachher mal hingehen und mir ein paar Raupen holen gehen, dass wir mal so eine richtige Angelsession machen können. Es ist immer noch nicht 9. Jetzt ist es 9. Und wir reden mal mit dem Bürgermeister, mit Gail und hoffen, dass wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. There is such a thing, but I didn't know your father had any debt. I have a suggestion. The next time they drop by, send them to me, so we can work out a deal. You should also have a talk with Martha. She had to deal with some debt when her husband passed. Maybe she can give you some legal pointers. Okay, also wir sollen einmal mit Martha reden. Ich mach mal schnell noch ein bisschen was hier. Und zwar zeigt mal kurz unsere Mission.
Ah, wir haben sogar eine Mission gerade, aber ich glaube, dass die war nicht vom Bord, ne? Katzen hier ausholen. Gut, mit Martha reden. Und ich wollte eigentlich mal kurz in dieses Menü hier. Mir sind die immer zu leise hier. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Diese Verhältnisse in Spielen, dass es prinzipiell so gesetzt wird, dass man irgendwie dass die Musik komplett alles übertönt. Ich verstehe es immer nicht. Wir sind nicht mal nur für Let's Plays, auch so für Privatspielen. Du willst ja mehr hören, als dass die Musik alles vollballert in deine Ohren. So, da hinten steht Martha, zu der gehen wir mal. Oaks wieder voll motiviert hier. Ich liebe das, wie der läuft. Das ist so lustig. So, reden wir mal mit Martha. I'm so sorry to hear that you're dealing with your father's debt. Though from what I can remember, he didn't seem like the type who'd be in debt. Anyway, I've dealt with the debt agency before. The point man around Portia is actually Mr. Isaac, so they're very easy to deal with and very fair. Don't worry too much. Isaac? That's not who approached me. No, that can't be right. Unless something happened that I'm not aware of, Mr. Isaac should still be the sole representative in our town. Maybe you should talk with him. Now, where did my cooking pot go? Toby must have taken it on some misadventure again. Dann müssen wir als nächstes mit Isaac reden. Der ist uns eben schon über den Weg gelaufen. Wir haben eben schon mit ihm geredet. Aber dann werden wir das jetzt direkt nochmal tun. Das ist ja so eine reinste Rennaufgabe hier gerade. Red mit dem und red mit dem. Der müsste, wenn ich das richtig sehe, gerade hier drin sein, ne? Bin ich richtig? Habe ich das richtig gesehen? Sieht nicht so aus, oder? Isaac, wo bist du? Dieses Knarzen von den Türen, oh mein Gott. Ah, ich glaube, ich weiß. Der ist doch immer hinter diesem Haus hier und spielt Schach wahrscheinlich. Ja, bin doof. Ist aber auch manchmal nicht ganz genau auf der Karte, aber naja. What are you yapping about? Oh, unsere Tische und Stühle stehen jetzt hier. Heck, süß. I'd even classify him as a penny pincher during his time here. Whoever came to you wasn't from the debt agency. They called themselves Agent T and H. Tuss and Huss. These two buffoons are at it again. Come again? These two idiots are brothers from around Portia. They're bandits. Or at least they try to be. They make some trouble now and then. But they're mostly just a pair of imbeciles. What should I do? Well, I'd ignore them. But that's just me. Maybe you can have the civil corps do something about it. Alles klar, also rennen wir als nächstes zur Ziviltruppe, weil wir ja nichts Besseres gerade zu tun haben, als von A nach B zu rennen. Ich würde einfach darauf warten, dass sie wiederkommen und denen ordentlich in den Hintern treten. Achso, wir können uns jetzt sogar aussuchen, zu wem wir gehen. Mal sehen, wen wir als erstes erwischen hier. Wer steht hier? Das ist bestimmt Sam da unten. Hoppala, ich würde eigentlich ganz gerne mit Arlo sprechen. Der ist bestimmt hier, oder? Oh Gott, immer weiter da hinten. Wobei da hinten, das müsste Remington sein. Der steht hier doch, glaube ich, immer rum, oder? Nee, oh, haben wir hier Sam. Alles klar, dann reden wir mit Sam. Those two again? When will they give up? Schade, dass das bei diesen wichtigen Gesprächen nicht so an die ranzoomt. Man hat das ja permanent eigentlich in jedem Dialog, dass du so an die rangezoomt wirst und direkt mit denen redest. Und bei den Dialogen, die wirklich wichtig sind, die wirklich zu Quests gehören, hat man das halt nicht. Finde ich ein bisschen schade. Don't worry. Weil sie ist jetzt einfach so unten am Bildschirmrand. Okay, die Ziviltruppe kümmert sich drum, aber wir haben hier jetzt immer noch einen Stern. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch mit irgendwem anders reden müssen. Wir jumpen hier mal runter. Ist das eigentlich... Komm ich hier rauf? Kletter. Girl, Mann. Ach, nein. Schade. Ja, der Stern bewegt sich. Da rennt also jemand durch die Gegend. Alles klar. Wir schauen mal, wer das ist. Muss ich jetzt mit allen von der Ziviltruppe reden? Oder ist das jetzt wieder irgendwas anderes hier? Nee, das ist Remington, ja. Also werden wir wahrscheinlich mit allen reden. That's a new high for them. As far as planning goes. A week's time, huh? We'll see about that. Habt ihr gerade Sam gesehen, wie sie über den Zaun geritten ist? Wow. Gut, dann müsste das letzte hier jetzt Arlo sein. Genau, da haben wir ihn schon. Huss and Tuss. Doing what now?
That's pretty clever of them. How much time do they give you? A week, right? I'll be sure to show up that morning as well. Alles klar, bin ich gespannt, was in einer Woche passiert. Was machen wir denn jetzt? Jetzt war ich so darauf fixiert, dass wir diese Quest hier machen, dass ich gar nicht mehr drüber nachgedacht habe, was wir jetzt als nächstes machen. Ich würde gerne eigentlich ein bisschen trainieren, weil wir müssen eigentlich dieses Höhlenmonster kaputt hauen. Ich weiß aber nicht, was die beste Art ist, das Level schnell hochzukriegen. Ich würde jetzt erstmal ganz gerne zu Sophies Hof laufen und mal ein paar Raupen noch holen. Oder hat das Spiel gerade ein bisschen geleckt? Warum auch immer. Renne, 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 renne. Ach, Sophie ist ja so süß, ne? Die ist ja so niedlich einfach. Oh Gott. Gut, dann gucken wir mal hier. Und zwar hätte man hier nämlich auch den kleinen Pflanzkasten kaufen können. Der Marktpreis ist gerade bei 72. Das ist fürs Einkaufen richtig, richtig gut. Wir haben hier Maiskohlsamen, also die ganzen Samen kriegen wir auch auf jeden Fall von hier. Chilischotensamen, die könnte man für den Sommer schon mal vorkaufen. Und das hier sind Schichtkarottensamen. Da würde schon Sinn machen, das jetzt zu kaufen, wenn der Marktpreis wirklich so praktisch gerade ist, ne? Und wir das dann irgendwann anpflanzen. Aber ich glaube eigentlich, dass die Raupen gerade... Hallo, wo ist mein... Da. Dass die Raupen gerade sinnvoller sind. Die kosten gerade nur 3 Golds statt 4. Wie viel kann ich denn holen? Wenn ich jetzt 100 hole, dann sind wir bei 400, ne? 300 sogar nur. Lasst mich kurz überlegen. Wir haben 2400. Ja, ich würde mal 100 Stück holen. Dann können wir mal richtig ordentlich angeln. Und was ich jetzt als nächstes mache, ich laufe mal zurück zum Forschungsinstitut und werde mal die Wunderlampe fertig machen, weil da haben wir ja jetzt beide Teile für. Und dann können wir auch gerne nochmal gucken, welche anderen Sachen wir jetzt angefangen haben, wie viele von diesen Soldaten das jetzt sind. Dulu. Pinky! Okay, bevor wir zum Forschungszentrum laufen, das will ich jetzt auch nämlich nochmal kurz gucken, mal nochmal schnell informieren, was wir brauchen, wenn es weitergehen soll mit unserem Hof. Weil wir müssen ja auch mal ein bisschen was verbessern und wir wollten ja jetzt auch langsam mal den Hühnerhof angehen. Das könnten wir nämlich jetzt so langsam sogar auch in Angriff nehmen, dass wir nämlich die Eisenbarren jetzt machen. Wir haben ja sehr viel Eisen gefunden in der letzten Folge. Steinziegel sind auch einfach zu machen und dann müssen wir einfach nur noch ein bisschen was verkaufen und die Golds kriegen. Das wäre halt also machbar. Den Arbeitstisch haben wir jetzt schon auf Level 2. Was brauchen wir denn für unser Zuhause? Hartholzdielen, Bronzebarren und Golds. Wir kriegen das hin an sich von den Materialien, aber die Golds zusammenzukriegen ist momentan noch ein bisschen schwer für uns. Wenn wir das mal wirklich mit den 100 Raupen jetzt versuchen würden, mal sehen, wie viel ich dann rauskriegen würde. Aber wir haben auch echt einen schlechten Marktpreis gerade dafür, um Golds zu kriegen. Und der Hühnerstall... Den könnten wir uns von den Golds her gerade leisten. Die Holzbretter sind auch einfach zu machen. Die Seile kriegen wir auch hin. Dann wäre es halt einfach nur sehr kostenintensiv an den Eisenbarren. Wir werden einfach mal ein bisschen was herstellen, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall könnten wir jetzt so nach und nach diese Gebäude in Angriff nehmen. Dann würde ich gleich mal schauen, dass wir wirklich ein paar Eisenbarren auf unseren Stationen anfertigen lassen. Vielleicht nochmal den Ofen machen, den einfachen Ofen. Weil den brauchen wir jetzt auch langsam. Weil ich glaube, nur mit dem können wir die Eisenbarren machen, wenn ich mich recht erinnere, oder? Die konnten wir nämlich mit den kleinen Schmelzöfen jetzt gerade gar nicht machen. Das werden wir aber gleich schauen. Erstmal schnell zum Forschungsinstitut. Wenn man das schnell nennen kann. So. So, einmal mit. Hi. Haben wir gerade welche dabei? Achso, ja, okay. Die werten noch aus. Merlin, ich wollte hier, so. Wir haben nämlich hier, genau, guckt mal. Soldat mit Lanze, Soldat mit Klinge, Soldat mit Axt und Soldat mit Zepter. Und ich will nicht wissen, wie viele Soldaten das noch werden. Ich traue mich gar nicht, noch mehr in die Mine zu gehen. Und nein, für die Wunderlampe fehlt uns tatsächlich noch ein Teil. Verdammt, ich dachte, wir hätten das jetzt schon fertig. Ach, schade. Manu. Uns geht auch langsam der Platz aus, um diese ganzen Artefakte zu Hause zu behalten halt. Und ich müsste jetzt irgendwie mal wieder entweder noch eine Holzkiste machen oder wir versuchen einfach mal die nächst besseren Kisten anzufertigen. Diese, ich glaube, Eisen- oder Glaskisten oder sowas. Hier wird wieder missioniert. Die stehen immer mal woanders. Oh, was passiert? Oh, süß. Is everything all right?
Ich mache mir ein wenig Sorgen um den Hund auf diesem Plakat. Er trieb sich immer am Zentralplatz herum. Alle haben ihn gefüttert, deswegen haben wir ihn Scraps genannt. Dann ist er eines Tages einfach verschwunden. Das ist schon eine Weile her und ich habe seitdem nichts mehr gehört. Ich habe überall gesucht, aber Porsche ist so ein großer Ort. Hey, kannst du mir bei der Suche helfen? Jedes zusätzliche Augenpaar hilft, nicht wahr? Ist leider gerade nicht synchronisiert, deswegen habe ich das jetzt mal mit vorgelesen. Und ja, komm. Danke, genau. Wir sollten uns erstmal umhören. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Gut, das ist eine süße neue Aufgabe. Vielleicht kann ich den sogar behalten, den Hund. Ich hätte gerne einen. Wenn ich in-game einen Hund haben kann, dann bin ich noch glücklicher. Wir werden hier mal ein bisschen aufsammeln nebenbei. Da haben wir nämlich noch eine Raupe. Hier ist Jack, mit dem wir mal quatschen können. Ich muss mir das echt angewöhnen, dass ich einfach viel mehr mit den Bewohnern rede in dem Moment, wo die vorbeilaufen. Einfach um die Beziehungen zu erhöhen, dass man halt ein bisschen mehr Möglichkeiten auch hat. Und ich habe auch immer noch nicht rausgefunden, wem ich was so schenken kann. Weil ich mich einfach nicht traue, was zu schenken, weil ich nicht will, dass es was Falsches ist. Jetzt sind wir mal hier und ich werde jetzt hier mal... Und zwar nicht den Stein aufen, mein... Düsentriebwerk neben mir hebt gleich wieder ab. Den einfachen Ofen bräuchten wir nämlich jetzt mal. Der ist auf der linken Seite, alles klar. Und dafür brauchen wir Marmordielen, Bronzeplatten und zwei Steinhocker. Und das ist doch machbar, würde ich sagen. Dann platzieren wir den mal. Die Steinhocker sollten wir sehr schnell hinkriegen. Die sind hier bei Möbeln, ne? Ne. Ja, wir können zwei herstellen, super. Ich müsste auch hier mal ein bisschen mehr durchgucken. Guck mal, wir können hier auch... Den Schreibtisch. Wir können uns eigentlich mal so ein paar Sachen fürs Zuhause machen. Guck mal, wir können hier einen Fotorahmen machen und da könnten wir dann... Okay, das muss ich jetzt machen. Brauchen wir die Holzbretter gerade für irgendwas anderes? Ich weiß es gerade nicht. Eigentlich schon, ne? Ich will den aber haben. Ist mir egal. Und dann könnten wir uns auch einen Stuhl davor stellen. Das mache ich. Ich mache das einfach. So, und hier wäre jetzt die Holzkiste, aber wo ist die andere Kiste? Habe ich die gerade übersehen? Metallkiste wäre die andere hier. Okay, dafür bräuchten wir gestärktes Glas sogar, nicht mal normales nur. Und Bronzeplatten. Ja, müsste ich gleich mal schauen, ob wir das hinkriegen. Auf jeden Fall platzieren wir jetzt mal ganz schnell erstmal die Hocker. Platzieren, so. Und was brauchen wir noch? 5 Bronzeplatten, 3 Marmordielen. Marmordielen haben wir, glaube ich, gerade nicht genug. Wir haben hier fertige Holzbretter. Die Bronzeplatten waren das gerade, ne? Da mache ich einfach mal so viele, wie gerade gehen. Und die Marmordielen gehen an der gleichen Stelle. Oh, das hasse ich immer. Heißt, wir müssten eigentlich von jedem Gerät irgendwie so 2 Sachen haben. Und hier, ja, gestärktes Glas können wir nämlich hier noch nicht machen. Wir brauchen Bronzebarren ganz dringend. Und die Kupferbarren brauchen wir eigentlich, glaube ich, auch immer. Die Steinziegel wären halt jetzt auch sehr praktisch, wenn wir wirklich mal unsere Sachen machen wollen. Unseren Hühnerstall oder unser Haus war das, glaube ich, wo wir die Steinziegel für bräuchten. Was ist wichtiger? Was ist wichtiger? Lasst uns mal die Steinziegel erstmal machen. Ich sortiere mal ein bisschen in den Kisten weg und bin gleich wieder bei euch. So, ich habe jetzt ein bisschen wegsortiert. Ich habe jetzt hier noch eine zweite Relikte-Kiste gemacht, dass wir das alles noch ein bisschen besser sortiert haben. Und hey, wir haben so viel Stein, meine Fresse. Die ganzen Raupen habe ich jetzt mal mit rausgenommen. Ich werde, glaube ich, bevor ich die nächste Folge mache, einfach mal ein bisschen angeln, damit wir ein bisschen Geld kriegen und ein bisschen vorankommen. Und ihr müsst mir nicht eine ganze Folge beim Angeln zugucken. Hatten wir beim Angelturnier schon, brauchen wir nicht nochmal. Die Bronzeplatten brauchen ewig. Die Seile sind fertig. Das ist sehr gut. Hier können wir noch mehr... Wollen wir noch mehr Seile machen? Brauchen wir irgendwas anderes gerade? Die Seile sind, glaube ich, am praktischsten. Und dafür haben wir auch so viel Materialien gerade. Was sagen unsere Pflanzkästen eigentlich? Die sind unbepflanzt gerade. Das kann ich doch nicht machen. Wir haben den 23. Wir haben immer noch Frühling. Da muss ich ja jetzt ganz schnell hier mal Samen holen. 3-mal Kürbissamen. Kopfsalat. Und 1-mal Kartoffelfruchtsamen hier. So. Und ganz schnell anpflanzen. Es kann ja nicht sein, dass unsere Pflanzkästen nicht in Benutzung sind hier. Was mache ich denn? Ist wahrscheinlich, weil ich die hier hinten nicht sehe. Und so aus dem Augen, aus dem Sinn. Na, komm. Und jetzt noch die hier. Wir müssen noch mal Baumwollsamen holen, glaube ich. Super, haben wir ein bisschen was angepflanzt. Und jetzt werden wir mal noch schön reingehen und gucken, ob wir das Foto aufhängen können und so. Und unsere Schreibtischecke. Schaut mal, jetzt ist gerade draußen dunkel geworden. Ich mache mal alles hier in unsere
Hand. So, dann haben wir hier einen schicken Schreibtisch. So. Na komm. Können wir uns einen Stuhl da vorstellen? So, den Stuhl drehe ich damit. Absetzen. Hier, so. Dann haben wir hier, was, da kann ich Dinge reintun? Weiß nicht wofür, aber okay. Rein theoretisch könnte man den dann immer mal so da drauf tun, wenn man den gerade nicht braucht. Das ist eigentlich niedlich. Und den Fotorahmen, kann ich den hier anbringen? Wähle Foto aus. Oh, das funktioniert ja alles so gut. Das ist so schön. Und zwar können wir hier mal, wir haben Filmsequenzen, die wir da reintun können. Aber ich würde eigentlich wahnsinnig gerne das Gruppenfoto, was wir hier gemacht haben, da reinmachen. Okay, das ist ein bisschen schade, dass man die nicht so alle sieht. Aber das finde ich doch voll schön, wenn wir hier so ein richtig schönes Gruppenfoto einfach hängen haben. Okay, er hat das Foto nicht genommen. Dann machen wir es nochmal. So, und das auswählen? Ja. Oh doch, da sieht man es dann auch richtig. Oh mein Gott, das ist ja so schön. Leute, wir werden langsam richtig eingerichtet. Das ist doch voll toll. Kann ich die hier irgendwie noch so... guck mal, die stellen wir hier mal noch so daneben. Oh, das ist voll schön. I like it. So, jetzt haben wir 20 Uhr und wir können eigentlich noch so viel machen. Die Folge ist allerdings schon ein bisschen lang. Ich glaube, ich gehe mal schnell ein bisschen angeln und dann schneide ich das noch weg oder so. Mal schauen. So, meine Lieben, das würde ich sagen, war es dann mit dieser Folge. Ich werde jetzt gleich mal ein bisschen angeln gehen, bevor die nächste Folge anfängt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in 2 Tagen wieder. Bis dann. We'll be right back.